News der Woche. 28 Streamer treffen sich in Amsterdam. Werder schließen und Lauschhilfe ist auf der Suche. In einer Pressemeldung heißt es von der Stadt Nürnberg, dass 3 von 4 Hallen wieder geschlossen werden. Vom 16. Juli bis zum 25.09.2022. Um die nötige Wärme für den Wohn- und Häuser zu begleichen. Gleichzeitig werden die Hallen wieder saniert. Zum Schwimmen ist das in der Lannwasser Breslauer Straße 251 noch offen. Am 3. auf den 4.9. startet einen 24-Stunden-Spenden-Livestream. Das Team Lauschhilfe möchte das Nürnberger Tierheim zum zweiten Mal unterstützen. Sie brauchen noch im Bereich der Moderation und inhaltlich die Musik, Talk, Beiträge, die am Streamtag dabei sind, noch Unterstützung, Hilfe oder was euch noch so einfällt. Fragen oder Teilnahme bitte an die sozialen Medien von Lauschhilfe. Am kommenden Wochenende ist die TwitchCon in Amsterdam. Hier treffen sich viele StreamerInnen aus der ganzen Welt. Kostenaufwand, ein Tag Besuch sind 65 Euro, beide Tage 108 Euro. Erwartungen sind wie Meet and Greet, Feed und vieles mehr. Findet ihr alles auf der Webseite von TwitchCon. Und somit waren ich auch schon wieder die nächste Woche. Nächste Woche geht echt wieder los. Und damit schönen Tag, macht gut, bleibt gesund.